So, dann wollen wir mal weiter den hellen Blauen da oben verprügeln. Auch wenn wir uns ja eigentlich zurückhalten wollten. Aber es ist einfach ein zu lohnendes Ziel gewesen. Also wir haben fast überall Schiffe drauf stationiert, aber die werden nach und nach runtergehen. Du hast keine Bewegungspunkte mehr. Na gut, du fliegst zu dem nächste Runde. Du fliegst mal von den Ressourcen weg und auf den Planeten. Was sagt die maximale Bevölkerung? Nähert sich langsam dem Limit. Dafür sollten wir vielleicht doch ein wenig an der Umweltforschung schrauben. Haben wir noch irgendwo freie Schiffe? Du fliegst mal nach oben. Und zwar auf den Planeten. Du hast auch keinen Befehl, du unterstützt mal da und du fliegst da schon hin. Sehr schön. Militär haben wir gerade erst auf 7 gebracht. Das heißt, wir schwenken jetzt mal um auf Umwelt und beenden die Runde. Nächste Runde könnten wir eigentlich auch gleich wieder wegklicken. Da ja alle Flotten ihre Aufträge bekommen haben. Oder auch nicht wegklicken. Umweltstufe 4, okay. Überleben auf Wasserwelt wurde freigeschaltet. Oh. Umweltstufe 4. Auf jedem Wasserplaneten 50% Bevölkerungswachstum. Okay. Das da wäre ein großer Wasserplanet. Aber ja, die Flotte da besteht aus, das müssten 13 sein. Die schaffen wir also. Und es waren nur 6. Also irgendwie ist die Anzeige da echt komisch. Ach nee, es waren 13 Bomber vielleicht und nur 6 Jäger. Na, das könnt's erklären. Na gut, du fliegst mal damit hin, sonst ist die Flotte auch gleich weg. Du verprügelst mal das Kolonieschiff. Gewonnen, sehr gut. Und danach die paar Jäger da drüben. Damit er gar nicht erst wieder Fuß fassen kann. So, okay. Du... Das sind unsere ersten Bomber. Sehr schön. Ihr fliegt schon mal dahin. Und du fliegst von deinem Ressourcenspotter auch mal weg und hilfst damit aus. Du hilfst damit aus. Also ja, wir verschwenden zwar in Anführungszeichen gerade ein wenig die Ressourcen. Aber dafür haben wir den Hellblau schön schnell besiegt. So, du fliegst automatisch weiter nach oben. Der Rest sitzt auf Ressourcen. Hier werden noch Jäger produziert, die nichts zu tun haben. Die können da unten mal hin. 25 von 25. Ja, okay. Und ihr könnt da unten mal aushelfen. Soweit, so gut. Umwelt lassen wir nochmal kurz laufen bis zur nächsten Stufe. Danach sollten wir wieder umschwenken. So, Runde beenden. Und allgemein würde ich noch ganz gerne ein paar Kolonieschiffe bauen. Da wir gerade diesen Wasserweltenbonus haben, hätte ich gerne... Ja, jede Menge freigeschaltet. Hätte ich gerne den und den Planeten. Und vielleicht noch den. Das sind ja alles drei Wasserwelten. Und was haben wir jetzt gehabt? Wir haben Umweltstufe 5 und Virusbomben 2. Was machen Virusbomben 2 denn? Bomben verursachen vierfachen Schaden an der Bevölkerung. Oh, sehr schön. Dann werden die jetzt ja ein wenig leichter haben. Auch wenn es nur 7 Stück sind. So, da sind Gegner. Die machen wir kaputt. So, okay. Und die da greifen mal diesen Trupp aus Jägern, Bombern und Kolonieschiffen an. Aber nur die 4 Jäger können sich wehren. Sehr schön. So, du gehst mal auf den Planeten. Oh, das sind echt wenige von uns. Aber eine Runde halten sie bestimmt durch. So, und ihr schnappt euch den. Jetzt haben wir alle Planeten abgedeckt. Und räumen halt nach und nach von unten mit den Bombern auf. Sehr gut. Ihr fliegt mal bitte dahin. Ihr fliegt mal bitte dahin. Ihr habt auch nichts mehr zu tun, also fliegt ihr bitte dahin. Der Rest sitzt auf irgendwelchen Ressourcen. Da können noch ein paar mehr hin. Sehr gut. Du bist auf dem Weg. Okay, Runde beenden. Dann gucken wir uns gleich mal die Bombennachrichten an. Das war auf Dromedario oder so ähnlich, heißt der Planet. Wir verlieren jede Menge Jäger, das ist okay.
Aha. Ich sehe hier nur Nachrichten, dass Jäger zerstört wurden wegen der Belagerung. Aber nirgendwo die Nachricht, wie viel die Bevölkerung wir zerstört haben. Das ist komisch. Na gut, du fliegst dahin. Du fliegst mal dahin. Zusammen mit denen. Maximum ist gleich erreicht. Okay, starte Kolonieschiff. Wir haben nur ein Problem. Wir können, glaube ich, keine mehr kontrollieren. Richtig. Also wir schwenken mal ganz schnell auf Imperium um. Und schicken ihn schon mal wohin. Also das da oben haben wir ja eigentlich im Sack. Das heißt, da macht es keinen Sinn mehr, Stationen zu bauen. Aber hier unten... Oh, da ist ein grüner. Aber ja, hier unten könnten wir Stationen bauen. Das heißt, ich hätte gerne so eine Art Netzwerk von diesen Bewegungsstationen, dass wir jederzeit schneller fliegen können. Und du hast jetzt eine Reichweite von 1, 2, 3 Feldern von dir aus. Gab es da nicht noch eine Forschung? Ach, die haben wir schon. Langstreckenstation. Genau, plus ein Wirkungsbereich deiner Station. Sehr gut. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier sollte die nächste Station hin. Nochmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da kommt die nächste Station hin. Dann bauen wir da unten noch eine hin und da unten. Dann haben wir alle unsere Planeten abgedeckt. Das heißt, jederzeit können die Schiffe in unserem Wirkungsbereich immer weiter fliegen. Die Schiffe hocken alle auf ihren Ressourcen. Hier wird fleißig gebombt. Sehr gut. Imperium wird geforscht. Und wir sollten gleich bei dem anderen Planeten auch nochmal gucken. Der müsste ja eigentlich auch am Limit dran gewesen sein. Und wir können mit dem schon mal gleich die nächste Station gründen. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Errichte Basis. Können wir schon mal weiter gucken. Das ist gut. Und wir hätten gerne ein Nachschubmodul. So, euch schicken wir mal... Wie viel seid ihr denn? Das kann ich so schwer erkennen. 36? Ja, euch schicken wir mal auf den Wasserplaneten. Okay, und schicken gleich weiter zu dem Alien-Wrack. Euch... Oh, er ist am Limit. Okay, euch schicken wir... Da runter. Und nächste Runde dann weiter zu dem Wrack. Und wir hätten gerne ein Kolonieschiff. Wie läuft das hier? 1, 2, auch 3 nach unten. Ja, macht Sinn, es ist ein Kreis. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre unsymmetrisch. Das kann ich nicht. Tut mir leid. Also 1, 2, 3. 1, 2, Ja, dann überlappt sich das halt. Ich habe lieber überlappende Abdeckungen als komisch versetzte Stationen. Das macht mein Kopf einfach nicht mit. Errichte Basis. Und hier ebenfalls ein Nachschubmodul. So. Und dann errichten wir gleich nochmal ein Kolonieschiff. Und das schicken wir schon mal in Richtung Wasserplanet. Also dahin. Du gehst dahin. Der erste Planet wurde kaputt gebombt. Jede Menge neue Bomber können gleich weiterfliegen zu dem Planeten. Also ja, blau habe ich schon abgeschrieben geistig. Alle Flotten werden effektiv genutzt. Und Imperium ist auch gleich weiter geforscht. Sehr schön. Also ja, es läuft sehr gut soweit. Ich hoffe einfach mal, dass in der Zwischenzeit die anderen Computergegner sich schön aufbauen und wir eine schöne Herausforderung haben. Weil momentan ist das ja eigentlich genau wie im letzten Spiel. Wir treffen auf einen Gegner, den verprügeln wir, der kann sich davon nicht erholen und danach räumen wir eigentlich nur noch auf. So, Imperium Stufe 6. Ich denke, das forschen wir gleich mal weiter. Weil wir haben hier jede Menge Planeten, die ich gerne schnappen würde. So, du gehst darauf, genau. Du gehst darauf und errichtest eine Kolonie. Plus 2 Forschungspunkte pro Runde in eine zufällige Technologie. Ja, okay. Eigentlich habe ich die großen Planeten hier immer genommen, um Schiffe zu produzieren. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier schon drei Planeten, die recht viele Schiffe produzieren. Das heißt, die restlichen 9 Planeten nehme ich jetzt erstmal als Forschungsplaneten. Also einmal eine Stadt. Forschung. 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 Mal gucken, ob man das nicht später in den Schwanz beißt. Aber momentan, denke ich, haben wir genug
Oh, da sind 100 Jäger. Ja, wir haben definitiv eine gute Flotte. Hier fliegt man dahin. Und die Hälfte von euch fliegt einfach ein weiter. So, da sind 26. Da sind auch schon wieder viel zu viele. Bekämpft mit den Außerirdischen da. Also ja, langsam brauchen wir ein neues Ziel. Wir hatten noch hier einen Grün gesehen, genau du. Vielleicht sollten wir unsere Schiffe mal in die Richtung bewegen. Die Bomber... Oh, die sind hier auch schon fertig. Dann mach doch mal da weiter. Die Bomber fliegen dahin und nächste Runde dahin weiter. Noch irgendwo welche? Ja, da. Ihr könnt... Aber mal dahin fliegen. Runde beenden. Die Föderation ist grün und hat sich gerade wieder verzogen. Na gut. So, ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Ihr geht mal da hinten hin. Mit einem Grund, warum ich jetzt hier so viele Forschungsstationen bauen will. Wir produzieren einfach zu viele Jäger. Das ist richtig viel rumgeklicke, das nicht unbedingt sein muss. So, ihr habt gar keine Ressourcen. Fliegt mal dahin. So, nächster Planet kaputt. Ihr da drauf, ihr da drauf, ihr da drauf. Das heißt, mit etwas Glück ist nächste Runde der Hellblau schon kaputt. Aber dann haben wir immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Gegner. Oh, das wird schon. So, du fliegst damit hin. Was sagen die Kolonisten? Die Kolonisten sagen, wir sind gleich schon wieder voll. Wir sind echt zu vermehrungsfreudig. Also, neues Kolonieschiff. Du fliegst bitte dahin und baust da auch eine Station. Und du hast noch genug Platz, okay? Hier ist auch noch nicht voll. Hier ist voll. Oh. Du fliegst dann mal bitte dahin. So. Unser Raumstationennetzwerk wird weiter ausgebaut. Und dann, sobald diese ganzen Bewegungsstationen fertig sind, können wir noch Kampfstationen setzen an die Randgebiete unseres Imperiums. Weil, oh, 21 Bomber, 49 Jäger. Und Lichtschatten wurde ausgelöscht. Das war der Graue. Ha. Okay. Aber ja, Grün wagt sich hier immer weiter vor. Es sind nur kleine Flotten. Dafür ist hier Gelb mit 21 Bombern und 43 Jägern. Und dann nochmal eine kleine Flotte. Okay, warten wir erstmal ab, was die machen. Obwohl, wir haben hier 62 Stück. Damit verprügeln wir erstmal Grün. So. Und fliegen dann schon mal Richtung Gelb. Damit die hier gar nicht erst Fuß fassen können. Und du gehst gleich auf Grün. Die haben auch nur 50% Bonus. Das ist schon mal okay. So, Grenzen scheinen weiterhin sicher zu sein. Du... Mach mal die Außerirdischen kaputt. Können wir noch einen neuen Planeten nehmen? 10 von 21? Da ist irgendwas schiefgelaufen, oder? Ich dachte, pro Imperium-Stufe kriegen wir einen Planeten mehr. Also das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir hätten gerne, Industrie. Komisch, komisch. Na gut, du... doch nicht die Station bauen, sondern hier eine Kolonie gründen. Wir haben gerade jede Menge Planetenkontrolle bekommen. Die müssen wir ausnutzen. Wir hätten gerne eine Stadt und zwei Forschungslabore. Nein, kein Versorgungslabor. Ein Forschungslabor. So, die Jäger schicken wieder da drauf. Die hier oben sammeln sich jetzt alle mal da. Oh, wir haben jetzt hier 200 Jäger und noch ein bisschen Kleinkram. Die schicken wir mal an die Südfront. Da unten hin. So. Und du wolltest da eine Station bauen, richtig? Richtig. Runde beenden. Gucken wir, was der Gelbe da macht. Also es sieht so aus, als wenn er den Planeten für sich sichern will. Das heißt, wahrscheinlich hat er hier in der Nähe
Warum kommt grün zwischen den gelben Einheiten und da raus? Ha, haben die sich vielleicht alliiert? Das wäre doch mal schick. Und hellblau ist tot. Ja, es war abzusehen. So, das ist jetzt unser Bombertrupp. Das heißt, du kommst mal dahin und ihr fliegt da drauf. Ihr fliegt weiter nach unten, du bleibst da. Ja, also hier sammeln wir gleich unseren Bombertrupp. Den halten wir erstmal ein wenig in der Rückhand, so lange bis wir Planeten weich geklopft haben. Und dann kommt halt er an und wischt auf. So, ihr sammelt euch mal da. Und du stellst da deine Station auf. Ist doch richtig, oder? 1, 2, 3, 1, 2. Ja. Zack. Modul und wir hätten gerne ein Nachschubmodul. So. Wir brauchen noch eine neue Kolonie hier. Also eine Forschungsstation. Haben wir irgendwo noch Platz für ein Kolonieschiff? Ja, hier. So, du fliegst bitte von da aus 1, 2, 3, 1, 2 dahin. Was ist mit euch? Du bist schon wieder fast am Maximum. Da kommen wir gar nicht hinterher mit Kolonieschiffen. Und du fliegst bitte 1, 2, 3, 1, 2 da hinten. Und wirst von den Schiffen da gedeckt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und der Planet ist im Weg. Der Planet muss weg. Ich muss da eine Raumstation hinbauen, der Symmetrie halber. Nee, natürlich nicht. Aber hier sind schon mal drei Planeten. Okay. Föderation ist nicht so stark. Da hat der Gelbe schon ein paar mehr Schiffe. So, und du belagerst den Planeten noch nicht. Wir wollen erstmal die Bombe in der Nähe haben. Und du triffst dich mit dem da. Allgemein ziehen wir jetzt ein paar Schiffe von den ganzen Ressourcen ab. Denn ich denke, wir haben genug Ressourcen oben. Ihr seid alle auf dem Weg. Sehr gut. Und wir forschen Industrie. Nee, komm, mischen wir Umwelt. Sonst kommen wir gar nicht hinterher mit der Produktion von den Kolonisten. Und die haben alle einen Auftrag. Ja, so weit, so gut. Dann speichern wir doch mal kurz ab. Da. LP 002. Und wir sehen uns gleich wieder.